Was ist ein Superfood? Eine einseitige Ernährung ist sehr ungesund, denn wir können unseren Körper nicht mit einer einzigen Mahlzeit mit den notwendigen Spurenelementen, Vitaminen und Mineralien versorgen. Das zeigt sich am besten am Beispiel eines kleinen Stammes in Mikronesien. Dieses indigene Volk ernährt sich fast ausschließlich von wilden Bananen. Sie konsumieren keine Geschmacksverstärker, Fastfood oder Konservierungsstoffe. Sie leben in der Natur, atmen saubere Luft und trinken reines Quellwasser. Dabei liegt ihr Durchschnittsalter bei nur 35 Jahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen dies auf eine einseitige Ernährung zurück. Es gibt jedoch spezielle Lebensmittel, die Superfoods genannt werden. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie mit Abstand mehr Nährstoffe und nützliche Substanzen für den Körper enthalten als ihren Mitbewerbern. Selbst wenn man sie einseitig konsumiert, kann man vollkommen gesund bleiben. Beispiele für Superfoods sind Spirulina-Algen, Ganoderma-Pilze, Goji-Bean, Heidelbeeren, Avocados und Maca-Wurzel. Zum Beispiel enthalten Ganoderma-Pilze und Spirulina-Algen zusammen fast 700 aktive Inhaltsstoffe. Kein gedeckter Tisch kann diese Fülle an Nährstoffen übertreffen.